Da mache ich einmal ein Video über Weiztiermesser und schon schickt mir wieder jemand ein Messer zum Testen, und zwar wieder ein Weiztier. Wenn du wissen willst, was dieses WX Weiztiermesser kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Berlinscoach. Schön, dass du dabei bist. Weiztier WX. Ein Klappmesser, ein robustes Klappmesser, dazu kommen wir jetzt gleich. Ich meine, abgesehen davon, also es musste natürlich jetzt der Stil von diesem Bogenmesser, da komme ich dann gleich dazu, gefallen, aber insgesamt, sowas habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Klingt, ist äußerst interessant, klingt auch äußerst interessant, aber schauen wir es uns einmal an. Es gibt hier einen ganz lustigen Mechanismus. Wenn du dir den anschaust, dann wirst du denken, was hat es mit dem auf sich? Nein, es ist ganz einfach. Ich habe es jetzt verriegelt und es kann jetzt nichts passieren. Es ist wie ein feststehendes Messer. Nicht ganz, weil es ja hier eben dieses... Aber es ist fast wie ein feststehendes Messer, denn die Verriegelung ist hier eingebaut. Schau mal her. Wenn ich jetzt hier aufmache, diesen Hebel nach oben schiebe, dann kann ich da drücken. Und schau mal her, was ich da... Da geht das Backlog oder ich weiß nicht, wie das heißt, schreibe unten einen Kommentar, ich weiß das nicht. Ist immer auch wurscht, das muss ich nicht wissen, wie es heißt, aber ich weiß, wie es funktioniert. Und jetzt kann ich aufklappen, kann es zusammenlegen und habe ja, ein Klappmesser. Das ist kein Einhandöffner, das geht nicht, du brauchst zwei Hände dazu, also an alle Deutschen, ja, 42 gar kein Pfund, da gehe ich sehr stark davon aus. So, also ich kann aufmachen und dann, schau mal her, dann klackt das Messer hier ein. Dann schiebe ich den Mechanismus wieder nach vorher, da rein, und dann ist es wieder feststehen, weil da kann da nichts mehr passieren. Es kann, außer wenn diese Schraube hier kaputt geht oder was bricht, ja, dann ist es einfach so. Aber sonst ist das jetzt schön massiv. Wir haben es getestet in der Bushcraft-Areal, auf Aldolavati, Billigang, da war eine Familie aus Vorarlberg und aus Liechtenstein da, wenn ihr zuschaut, war lustig mit euch, die zweieinhalb Stunden. Und da haben wir dieses Messer auch getestet, Bushcraft-mäßig. Das will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht tun. Also, der Klingenrücken ist scharf, man kann damit den Feuerstall bedienen. Ich war auch sehr vorsichtig damit, aber das geht auf jeden Fall, das funktioniert. Du kannst es so nehmen, ja, ist auch sicher durch diesen Hebel jetzt sozusagen, den Sicherheitshebel oder den Öffnenmechanismus, kannst du schön damit arbeiten. Federsticks machen hat mir nicht so sehr getaugt, aber es funktioniert damit. Was mir ein bisschen am Wecker geht, dafür, das ist das Messer nicht gemacht. Ich sage dann gleich, wofür es, so glaube ich, doch gemacht ist. Hier überall, da diese, das hier, das tut weh, wenn man viel schnitzen mag. Aber für das ist das sicher nicht gemacht. Nämlich der Bogenmesser. Es gibt, das habe ich leider nicht dabei, also zumindest, ich weiß nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, Technik, du ist nicht, also nicht der Unbekannte, der du mir das geliehen hast, ja, schick's auch wieder zurück, also keine Sorge, aber du hast auch geschrieben, da gehört eigentlich irgendein Bolzen dazu, ich habe mir das im Internet angeschaut, mit dem man einen Bogen, also einen Pfeil, den man mit einem Bogen zum Beispiel in einen Baum reingeschossen hat, wieder rauskriegt. Das setzt man da irgendwie ein, da an dies, das ist diese Ausnehmung hier, und dann kann man das rausziehen. Und für das ist das gemacht. Also das ist die Idee hinter dem Messer. Und nicht, dass ich damit Marienmatonnen schnitze, ja? Oder als super Bushcraft-Messer. Ist es einfach nicht gemacht. Ich habe mir einige Videos auf Weiztier angeschaut. Ja, das funktioniert natürlich. Aber wenn du ein Bogenschütze bist und auf so einen 3D-Bogenparcours gehst, wie es ihn auch bei uns auf Waldurlaub gibt natürlich, ja, aber das ist eine andere Geschichte, und du schießt mal in einen Baum rein, dann ist das sicher eine gute Idee. Aber bitte, liebe Leute, wir verkaufen ja auch Bögen und Armbrüste, bitte, weil ich das immer wieder sehe, bitte nicht auf Holzplatten schießen. Besonders bei einer Armbrust, wie zum Beispiel der Stinger oder der Adder, gebe ich auch den Link, ist ja ganz klar, die hat zu viel Energie und du auf 5 Meter auf eine Holzplatte schießt, ja, dann explodiert der Carbonpfeil. Oder der Alupfeil, da ist einfach so viel Energie dahinter. Das ist etwas anderes, wie wenn ich auf weitere Distanz auf ein 3D-Ziel schieße. Ja? Also einfach auch von der Idee. Aber soll so sein. Gut. Eines ist mir aufgefallen bei dem Messer, und zwar, es hat keine Sicherung. Also ich kann es, es ist nicht so jetzt abgesichert. Ich habe ein extremer Ratio aktuell im Test, da kann ich das sichern. Video kommt. Also bleib dran und du auch die Glocke da unten drücken, damit du immer das neueste Video kriegst. Aber der Punkt dabei ist, eine Sicherung jetzt, so hat es nicht. Also ich kann es so im geschlossenen Zustand nicht fixieren. Ist das wichtig? Nein, das ist nicht wichtig. Weil es dir standardmäßig, habe ich nachgelesen auf der Webseite, dieses Taschel hier mitliefert. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Tasmanian Tiger Tool Pocket Medium. Genau.
Und da passt das Teil rein, Molle-kompatibel, alles super. War jetzt dir eingestickt, super Sache. Also ist auch nicht unbedingt notwendig. Was ist das Messer? Es ist ein lustiges Teil. Man kann jedes Messer für alles irgendwie zweckentfremden, aber eigentlich ist das für den Bogensport gedacht. Und da ist es auch cool, finde ich. Ja, ich mag dich um einen Kommentar bitten. Schreib mal unten, was du von dem Messer hältst. Ganz klar, billige Eigenwerbung, Link in meinen Shop. Und natürlich, ich versuche das. Ob es das auf Amazon gibt, dann findest du auch unten den Link dazu. Schau im Bushcraft-Areal vorbei, das würde mich freuen. Da kommst du direkt in meinen Shop. Schau da an, was wir bogenmäßig so haben. Da ein Abo lassen, ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Danke, bis bald und ciao, ciao.